So, hallo an alle und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute wieder mit einer Special-Folge von Minecraft. Und zwar nehmen wir heute die Infinite Cube 3 Map durch. Wir hatten ja schon mal den ersten Teil und es lädt wieder ein bisschen um mich rum. Ich habe mich noch nicht hier gedreht, deswegen kann das jetzt passieren. Aber ich hoffe mal, dass es jetzt nicht wieder so laggt, wie es letztes Mal der Fall war, teilweise. Und ja, es ist wieder so ähnlich wie beim letzten Mal, aber es ist so ein bisschen geupdatet. Vorher war Version 2 der Map, jetzt ist die dritte Version und es gibt ungefähr mehr als doppelt so viele Maps hier. Also vorher waren es bei 50 und jetzt sind es 108 oder so. Ist auf jeden Fall stark. Und es ist natürlich die dritte Version von der Map. Und wir schauen mal hier. Es gibt wieder diese Blöcke, die einem so Spezialeffekte geben, wie zum Beispiel Rot killt dich oder Orange gibt dir Jump Boost, der klärt alles. Lime gibt dir Speed, das hier gibt dir das Next Level. Hier wirst du 5 Blöcke hoch teleportiert, hier 5 Blöcke runter demnach. Der hier detected, ob du, ob 1 bis 3 Blöcke über dem Block ein Spieler ist und dann tötet er dich. Ist auch nicht so nice hier. Cyan gibt dir Wither, das ist neu. Und Black Blindness, das gab's vorher, aber jetzt kannst du halt nicht mehr sprinten. Ich glaube, das war vorher auch schon. Ja, hier 2 neue Blöcke sozusagen. Der Rest bleibt so. Und ja, also so vom Spiel, von der Spielmechanik her, im Groben hat sich eigentlich nicht so viel geändert. Rules, das wissen wir. How to play, wir wissen ja das alles schon, hatten wir ja alles schon. What's new und so weiter. Ja, what's new, vielleicht können wir das nochmal klicken. Same Futures, genau. 108 Different Levels. Discovered Levels Section. New Difficulty. Mensch. Reworked Score System, aha. One Level, 5 Points, aha. Death Counter. Okay, achso, die Experience Bar ist der Death Counter. Ach du Scheiße. Unlockable Monuments. You can now complete the map. Ach so. Wie, vorher gab es auch kein Ende oder was? Das wurde jetzt auch hinzugefügt wahrscheinlich. Unlock Secret Special Stuff by Completing the Map. Ah, cool. Dann ist ja alles klar, aber wir werden das wahrscheinlich eh nicht schaffen. Ach hier, guck mal, das ist ja geil. YouTube, Twitter. Was ist das? Instagram und Facebook? Nee, weiß ich nicht. Ja, schauen wir mal hier rüber. Hier ist schon der erste Jump'n'Run. Das ist auf jeden Fall sehr schlimm. Please stand on this. Play. Enjoy the map. Und hier Discovery Levels. Ich gehe mal hier drauf. Oh. Ja, genau. Ich lese alle. Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Die tue ich mal hier ins Inventar einfach. Ich lese das doch jetzt nicht fürs Let's Play. Wir fangen direkt an. Und zwar so. Der gibt mir nochmal Speed, ne? Was macht der? Ach, das sind die Hochspringblöcke. Okay, ich muss mir erstmal wieder reinfinden. Hab lange nicht gezockt. Und, was sind das für Blöcke? Cyan, ne? Oh, scheiße. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Also, sterbe ich einfach mal. Ich glaube, das mit dem Tod läuft jetzt auch flüssiger als vorher. Jetzt muss ich jetzt mal hier rüberlaufen. Ist ja schlimmer als früher. So, hier ist wieder Rot und Orange. Oh, scheiße. Das ist nicht so schön. 2 Tote schon. Mal sehen, was da nachher von der Zeit steht. Da bin ich schon mal gespannt. Was ist denn das? Oh. Oh, fuck. Nein! Oh, Mann. Ich bin auch schlecht im Jump'n'Run. Ich habe auch eigentlich quasi nie die Zeit, das irgendwie zu üben, in irgendeiner Form. Weil ich einfach keine Zeit dazu habe. Ich glaube, der grüne Block ist unnötig. Oh, genauso wie der Tod jetzt. Und mein Leben. Oh Mann, was sind das jetzt? Ah, der zählt nicht, der Tod. Oh, falscher Block. So, was sind das hier? Das ist ja geil. Hä, was ist denn das für ein... What? Oh, schlecht. Ja, das habe ich jetzt gerade. Hä, was ist denn das? Das ist ja lustig.
YouTubers who have played my Parkour Maps. Na, zeig doch mal. Ach, niemand oder was? Ach, doch hier. Ja, guck mal doch mal. Aha. Wieso bin ich nicht dabei? Nee, ja, ich habe doch die erste Map gespielt, Alter. Ich muss dabei sein. Nee, keine Ahnung. Ah, Spark fehlt, ne? Spark of Phoenix. Ah, ich glaube, der Captain Sparkle ist ja Hauptsache, der ist dabei. Ich glaube, es ist so, dass der keine deutschen YouTuber guckt. Oh. Das ist aber nicht schön. So. Dann gucken wir mal hier rüber. Wie schwer das ist immer, ne? Hier hinzuspringen. So, mal sehen, wie das jetzt wird. Na, das ist ja einfach, ha? Das ist ja einfach. Oh. Sagte er und ja. Scheiße. Oh, 6 Minuten sind wir schon. Hä? Ja, toll. Jetzt kann ich nicht. Hä, wie willst du das schaffen, Alter? Da brauchst du ja übelst krasse Skills. Das ist Clay. Oh. Hä, was ist denn das jetzt für eine? In this room you can check on the levels you have discovered. If you discover a new level, it will light up the redstone lamp. Okay. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ja, stimmt, genau. Falsche Richtung einfach nur. Level 1. Die Braunen, die töten einen, ja, ne? Das hier ist einfach wieder so ein Schleichparcours. Alter! Alter! Ich versuche zu schaffen. Ja, genau. Ich schaff das einfach nicht. Da musst du richtig präzise springen können und alles. Das kann ich nicht. Ich bin ungeübt. Level 105 ist das. Das steht jetzt immer da. Gerade war Level 1. Oh. Ja, komm, ich habe keine Chance bei solchen Sprüngen. Es ist einfach so. Letztes Mal habe ich wenigstens noch ein paar Mal gewonnen, aber jetzt gar nicht mehr, oder was? Und letztes Mal hat es ja auch übelst geleckt, daran kann es natürlich auch liegen. Hä, was war denn das jetzt? Ach du Scheiße, wie dumm. Was geht hier? Da kann ich hochspringen. Ja, genau, alles klar. Ich dachte, da gibt mir jetzt den Sprungboost. Oh Mann, jetzt muss ich wieder dahin rennen. Ich hasse es, wenn ich darunter falle. Oh, jetzt komme ich nicht mal dahin, Alter. Was soll denn der Rotz? Ach, ich dachte schon, ich bin wieder in die falsche Richtung gelaufen. Ah, zum Glück nicht. Hab gerade wieder übelst den Frosch im Hals, so. Ich muss mir mal gleich was trinken oder so. Nein! Alter! Ich bin in allen Durchläufen bis jetzt gestorben. Nicht ein einziges Mal habe ich es geschafft. Ach du Scheiße, Detektor. Was ist denn das bitte? Das gab's auch schon vorher, ne? Ach so, hier kann ich hochspringen. Ich hab's geschafft und nein! Vor allem, ich kann wieder nicht rumschreien, weil... Das ist so scheiße, ich würde viel lieber rumschreien können. Sag mal! Das ist doch ein Hohn! Das kann doch nicht wahr sein! Was ist denn hier bitte los? Ganz vorsichtig. Nein, nicht zu weit. Der gibt mir Wither-Effekt. Oh.
So. Ja. Oh, ein Level hab ich geschafft. Heilige Scheiße. Ein einziges Mal. Das wird wieder richtig kompliziert. Da musst du die Effekte beider Blöcke mitnehmen, sozusagen. Das ist richtig schwer. So, hier hoch. Vor allem, du kannst ja aus zu großer Höhe fallen. Nein. Das ist mir schon jetzt fast zweimal passiert. Hä, wie willst du das machen? Ich glaube, hier musst du einfach laufen. Ja, genau. So aber nicht. Das ist so scheiße, dass du da so schnell runterfallen kannst. Ich hätte da Glas oder so hingemacht noch. Bei dem, Dings. Wo wir respawnen. Hä, was ist denn das? Wo ist denn der blaue Block? Genau da drin, wahrscheinlich da drin. Und wir müssen genau hier lang. Ach du Scheiße. Ja, jetzt bin ich vom Detektorblock. Was war denn das für eine schwere Map gerade? So. Ach, das waren. Ach, das war Detektor. Oh, die sind so dumm. Ich weiß auch nicht, ob die alten Level, die vorher schon dabei waren, geupdatet wurden mit diesen Detektorblöcken. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ja, genau. So, wir sind bei 11 Minuten. So. Hä? Ach hier. Hä, soll man hier hinkommen? Ich glaube ja. Oh Mann, das ist wieder so eine Scheiße. Warte. Wo kommt man da hin? Oh Mann. Hä? Was ist das? Warum? Wie dumm ist das bitte? Ohne Witz. Das finde ich ja mega ätzend. Ach, sprinten geht nicht. Na super. Da habe ich auch noch nie dran gedacht. Gut, bei der ersten Map wusste ich ja noch gar nicht. Kann man, wenn man die berührt? Nee, da stirbt man nicht. Ja, keine Ahnung. Genau. Das weiß ich doch vorher nicht. Ach, komm schon. Mach die mal ein bisschen leichter. Die ganzen Level. Ja, genau. Alles klar. Wir haben jetzt 24 Mal gefailt und einmal gewonnen. Zweimal gewonnen. Ach du Scheiße. Was ist das denn jetzt bitte? Das geht. Ach, da muss man hier rausspringen, sozusagen aus der. Ah. Lell, ich hab's geschafft. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ganz ehrlich. Ach so, das geht nicht. Nicht Detektorblöcke, da auch nicht. Hä, wie. Bitte? Soll man dazwischen? Oh. Okay, das ging jetzt schnell. Das ist auch nicht schlecht. Wow. What the fuck? Ich glaube, man muss. Na, was ist denn das jetzt wieder für eine Scheiße? Aber zumindest es laggt erstmal bedeutend weniger als beim ersten Mal. Muss ich ja zugeben. Aber wir haben immerhin drei Level schon geschafft. Das ist schon mal krass. Und Score natürlich immer noch 0. Jetzt ist alles schwarz. Oh, ich hab's gewusst, der war andersfarbig, der Block. Das war kein schwarzer, das war ein brauner. Was ist denn das jetzt wieder?
Lel. Boah. Das ist wieder so ein Level, wo man tausendmal runterfallen könnte und das trotzdem noch schaffen. Okay, viermal haben wir es geschafft. Ich zähle mal so ein bisschen mit. Wie soll man das jetzt bitte schaffen? Wie soll man das jetzt bitte schaffen? Ganz im Ernst. What the hell? Man muss das hier so schräg bewältigen, oder was? Ja, geil. Hä? What? Ach, da konnte man sogar einfach drüber laufen. Aber man musste halt schnell genug bremsen. Das wäre mal richtig schwer gewesen gerade. Für mich zumindest. Jo, einmal geschafft, ey. Krass. So, das ist schlecht, glaube ich. Das ist gut. Oh. Oder auch nicht. Naja. Immerhin haben wir schon viermal geschafft. Ach. Mann. So, na komm schon. Wo, wie kann ich da hin? Hä? Verstehe ich nicht. Ach, so geht's auch. Lel? Oh, das ist auch mal ätzend hier. Ach du Scheiße, es war ganz knapp gerade. Oh, Scheiße, jetzt hat's geleckt. Lel? Da wird man runter teleportiert, hä? Das bringt ja wenig. Und da ist der blaue Block. Wie soll man da bitte hinkommen? Muss das immer so schwer sein? Kann es nicht mal einigermaßen machbar sein für mich? Das finde ich ein bisschen schlecht. Wenn ich da jetzt hinspringe, werde ich eh noch runter teleportiert. Könnt ihr mal probieren? Okay. Was haben wir hier? Da wäre ich auch so hingekommen. Hä? Wieso? Oh, wie soll man das machen? What the hell? Ah, so geht das auch. Manchmal führen mehrere Wege nach Rom. Okay, wa boah. Ich wollte gerade sagen, es war einigermaßen machbar. Und dann schaffe ich den letzten dummen Sprung einfach nicht. Ich werde wahrscheinlich hier noch dreimal fällen und dann hier wahrscheinlich sterben. Dumm wie es ist. Ja, genau, wusste ich's doch. Wetten, dass wir auf so einem Block jetzt sterben gleich. Könnte ich echt wetten, weil ich so ungeduldig bin immer. Und vor allem, es ist ja auch Let's Play. Da will man nicht immer alles so langweilig machen, Mann. Es war so knapp. Muss mich ja richtig zusammenreißen, dass ich nicht rumbrülle. Weil ich jetzt nicht darf und ich kann und was weiß ich. Mann! Das kann nicht sein. Alter, ich töte mich. Es hat keinen Sinn. Nee, hab ich keinen Bock. Genau. Diese scheiß Sprünge immer. Kotzt mich an. Geh doch einfach da drauf. Junge. Ne. Viel zu viel. Oh, komm schon. Ja. Na, was ist, was muss ich hier machen? Ich hasse solche Maps, wo du erst ewig überlegen musst. Weil ich einfach keinen Bock habe zu überlegen. Hä? Soll man das. Na. Komm. Da bin ich echt zu faul zu überlegen. Jetzt wäre ich schon wieder fast runtergesprungen. Das ist doch nicht mein Ernst. Warte mal. Erstmal mal die Brille anders aufsetzen, weil sonst drückt das hier. Ist ja auch egal.
Ja, genau, komm, tschüss. Ach, dass ich hier immer auch dahin blicke. So. Was war das jetzt bitte? Ich wurde teleportiert und dann bin ich vom roten. Wie dumm war das denn jetzt bitte also wirklich mal? Was ist denn das hier für ein Block? Color Black, okay. Da können wir drauf. Ich dachte, das ist ein Dings, weißt du schon. Darüber. Schnell. Da wäre ich wieder hoch. Geportet. Oh. Wie dämlich. Ja. So meistert man das Level. Es ist doch einfach nur zum Kotzen. Guck mal, 36. Das ist so peinlich. Und viermal gewonnen. So. Alter, jetzt habe ich den Effekt nicht gekriegt. Den Sprungeffekt. Aha. Ich hab keinen Bock auf die braunen Blöcke. Ja, genau. Töte mich wieder an Fallschaden. Ich hasse das, ne? Das ist so dumm. Wie willst du denn das machen? Jo, Alter. Das ist unmöglich. Das zu schaffen war gerade unmöglich. Das war richtig schwer, das Level. Hatte bestimmt auch so einen goldenen Rahmen. Haben sie ja manchmal, wenn die so richtig schwer sind. Geht das ja auch als goldener Rahmen? Ich weiß es gar nicht. Anscheinend schon. Ach, Detektorblock. Oh, nee. Scheiß Detektorblöcke, ey. Die sind so sinnlos eigentlich. Man muss die zumindest nicht in jedem neuen Level verbauen. Man kann sie auch mal weglassen. Wo ist denn der braune Block? Hä? Nee, der blaue meine ich. Wie willst du das machen? Bei solchen Leveln habe ich auch gar keinen Bock. Weil ich einfach nicht weiß, wie. Na, ne, ne, ne. Hier lang. Ich will nicht sterben. Ich weiß gar nicht, ne, die töten einen gar nicht. Ach, hä? Ach, ne. Ist nicht wahr. Das ist, diese Ritter-Dinger sind nur, damit du diesen Tick-Effekt hast und dadurch total laggy bist. So, wir sind noch bald bei einer halben Stunde. Länger wollte ich es nicht machen. Kennt ja meine Folgenlängen bei Special-Folgen. Auch wenn die nicht allzu oft kommen, versuche ich es doch immer relativ gleich zu halten. Hier weiß ich wieder überhaupt nicht, was los sein soll. Ey, das habe ich sogar fast geschafft, Alter. Jetzt habe ich zumindest mal beide Effekte gehabt. Hä? Wie? Da hoch. Ja, geil. Immer dieser Witter, der da stirbt. Das kann ich auch nicht leiden. Irgendwie nervt es. Ach, wieder der Scheiß. Ja, ich war doch auf dem Block drauf. Wieso fahre ich wieder runter? Alter, ich kann einfach überhaupt nichts, oder? Ach, ich höre auf. Ich freue mich schon auf Staffel 6. Ich brauchte jetzt auch mal was eine Abwechslung wieder. Nicht immer nur Staffel 6. Muss ich ja auch ehrlich sagen. Irgendwann wird es einem zu blöd. Wenn man dasselbe macht. Und vor allem, wo mir letztens die Aufnahme abgekackt ist. Und jetzt die Aufnahme war ich so müde wieder. Habe ich die letzten 3 Folgen von den 6 Folgen insgesamt nur scheiße geredet. Also in Staffel 6 läuft zurzeit leider nicht so schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich auch noch so dumm gestorben dann. Aber das sehe ich nicht mal so als riesigen Nachteil, muss ich ja ehrlich sagen. Weil da könnten wir jetzt uns die Challenge stellen, trotzdem den Enderdrachen zu töten halt. Ne? Aber da werde ich in der Staffel 6 dann nochmal drauf eingehen. Wie es denn jetzt weitergeht und dass ich nicht zufrieden bin und so und was ich vielleicht ändern möchte. Das werde ich dann noch ansprechen. So. Auf jeden Fall.
Wow, beide Effekte, geil. Ist doch garantiert irgendwo ein Detektorblock, oder? Das ist Black, Black. Wer sich wundert, wo ich gucke, hier drüben. Da steht Color. So, hätten sie echt hier reinbauen können, so ein Detektorblock. Okay, fünftes Level geschafft von einer Milliarden. Ne, von 51. Krass. Krass. So. Ja, sehr schön. Sehr freundlich auch. Ah, was ist das denn? Bin immer so überfordert bei solchen Sachen. Das ist schwarz, ne? Schon wieder die Effekte nicht ordentlich. Ach. So. Was soll das jetzt? Ach, wir müssen schräg springen, sonst Detektorblock und so. Nein, nicht runterfallen. Okay, noch 4 Minuten mache ich. Dann ist die Folge vorbei. Ja. Wir hatten ja auch letztens schon eine Special-Folge, wo ich mal meine alte Folge nachkommentiert habe. War auch cool. Die kam ja gestern. Und die war auch recht geil. Habe ich mich mal so ein bisschen zurückerinnern können, wie es damals war. Und manchmal wünscht man sich die Zeiten schon zurück, aber ich würde auf jeden Fall einiges besser machen. Aber so dieses Feeling, das wünscht man sich einfach wieder zurück, weißt du? Aber das kommt einfach nicht wieder komplett wieder. In Staffel 5 hatte ich dann die Map und so wieder gezockt. Da kam es teilweise wieder, vielleicht zu 20% dieses Feeling. Aber halt nie wieder so intensiv wie damals. Es war einfach so geil. Man hat so damals mit Minecraft angefangen und so. Und das ist schon krass. Und heute mit Staffel 6 und so ist halt schon was anderes, eine andere Hausnummer. So. Das hier geht aber auch, oder? Bis jetzt zumindest. Ja, das könnte ich schaffen. Wenn ich nicht gleich bei den Sprüngen fehle. Oh, man kann sogar zwei. Aber ich traue mich immer nicht zwei. Ach, das ist so einer und dann hier rüber und das müsste jetzt das siebente sein, ne? Das siebente Mal, wo wir gewinnen. Nicht schlecht. So. Da werden wir runter teleportiert. Das ist richtig gemein. Genau. Komm. Wie soll ich denn das schaffen? Ach, das geht nur über die Dinger, gell? Und jetzt? Hä, wie soll ich denn das schaffen? Das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt. Wie soll das denn bitte funktionieren? Wie lange hat man eigentlich diesen Effekt? Ich glaube 0, irgendwas Sekunden. Und in der Zeit müssen wir ja hochspringen, oder wie? Das geht doch gar nicht. Sei mal realistisch. Komm. So geschickt kannst du gar nicht sein. Außer der Map-Ersteller natürlich. Der kann das ja alles. Der hat ja auch übelst viel hier an Highscore geschafft und alles. Oh, ist so weit gesprungen, wie dumm. Okay, ich versuch's mal. Manchmal muss man gar nicht alle Blöcke benutzen. Die sind nur zur Verwirrung. Oh, geil. Geschafft. Das achte Level geschafft hier. In dem ganzen Spiel. Oh, da. Hä? Wie? Ach so. Ja, lel. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na. Es ist klar. Wie dumm. Ah, naja. Ich würde sagen, 8 plus 56 sind 64. Wir haben jetzt genau 64 Durchläufe, wenn ich richtig gezählt habe. Und ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Zahl, weil ja ein Stack und so. Und wir sind noch bei einer halben Stunde, deswegen beende ich die Folge hier. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen, auch wenn ich die ganze Zeit gefailt habe. Und es kommen jetzt morgen und übermorgen nochmal Specials. Seid auf jeden Fall gespannt, da habe ich mir noch was einfallen lassen. Und ja, so, dann in 3 Tagen kommt dann auch wieder Staffel 6, wo ich ein bisschen auch mal über die aktuelle Situation rede
Und dann kommt ja auch bald Folge 200 von Staffel 6 und so. Und da werde ich ein bisschen, naja, ein bisschen was erzählen und so, wie es denn weitergeht. Weil, naja, ich habe zurzeit nicht so wirklich die Motivation dafür. Hätte er Bock hier sowas zu machen? Beziehungsweise einfach Staffel 7 jetzt schon zu starten. Weil, ich weiß nicht, ich habe einfach keinen Bock mehr auf das Modpack und alles. Das ist einfach so, ich weiß nicht, ich möchte mit der 1.8 spielen oder so. Und nicht mal mit der 1.5 und mit dem Modpack. Das gefällt mir irgendwie nicht mehr. Naja, auch mehr Informationen dann in der Folge entsprechend. Ich gehe jetzt erstmal und bedanke mich fürs Zuschauen. Haut da rein, euer Rob zockt und eine geile Verabschiedung. Tschüss.